Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Wir sind im Add-on, immer noch, oder endlich mal, wie auch immer. Naja, jedenfalls haben wir bei der letzten Aufnahmesession haben wir uns Ulgords Birtium angeschaut und wurden dort von Shalanda, so heißt der Heidi doch, oder? Wo haben wir denn? Ich glaube, der steht hier gar nirgendwo wirklich. Ist ja auch egal. Wir haben jedenfalls den Schlüsselstein, mit dem wir zurückkommen können. Egal. Oh, und wir haben... Ja, wir haben ja in der letzten Aufnahmesession noch gegen diese Magier hier oben gekämpft. Übrigens, das ist ein kleiner Bug. Wenn man neu lädt, dann ist die Leiche durch eine Sphäre geschützt. Was ein bisschen seltsam ist, aber egal. Jedenfalls, wir haben einen Tagebucheintrag gekriegt. Ah. Ich bin jetzt total aus dem Konzept, Entschuldigung. Nochmal, also... Wir sind in Ulgords Birt angekommen, haben dort mit Shalanda gesprochen, dem Magier, und der hat uns hierher gebracht, hierher teleportiert, also irgendwo in die Pampa, wie man sehen kann, hier. Und ja, hier sind wir in einem Dungeon, in dem wir was für den Kerl besorgen sollen. Oh, die Sphäre hat aufgehört. Und ja, sind diesen Magiern hier begegnet. Das werden wahrscheinlich nicht die einzigen sein, die hier sind. Und einer der Magier hatte hier das Tagebuch bei sich. Andres Tagebuch. Tagebuch von Andres von Irabor. Wünschte, ich hätte mehr Papier zum Schreiben. Habe viel verbrannt für ein wenig Wärme. Viel gibt es ohnehin nicht zu berichten. Und so hinterlasse ich dieses bisschen Geschreibsel für den, der meine Leiche finden mag. Denn nur in diesem Zustand wird dieses Blatt von mir getrennt. Wisset, dass Andres euch verflucht, weil ihr am Leben seid, und dass ich, sollte ich je in irgendeiner mörderischen Form zurückkehren, euch verfolgen werde. Schon allein deshalb, weil ihr meinen verwesenden Körper gesehen habt. Das wäre also gesagt, und ich hoffe, dass wer auch immer dies lesen mag, dasselbe Schicksal erlitten hat wie ich. Solch demütigender Zustand, da steht mir nur so viel Macht zur Verfügung, und ich kaure vor einem Feuer aus Dung und lebe von Robbenspeck. Die Kräfte dieses Ortes haben keinen Respekt vor meiner Person, meiner Macht. Ich habe Bestien mit einem Streich gemordet, die beinahe so groß waren wie ich, und ich flog wie ein Vogel über die Weltmeere. Hier wurde meine Zauberkraft in die Erde gesogen, und ich bin genauso gefangen wie die anderen um mich herum. Einige sind entkommen, und ich schwör's, ich werde Jagd auf sie machen und ihnen ihre Macht abnehmen. Da können sie, was ich nicht vermag, müssen... Da sie können, was ich nicht vermag, müssen sie in der Tat mächtig sein. Ich verfluche sie für ihre Flucht, ich verfluche diesen Ort und ich verfluche, dass ich nicht die Macht besitze, ihnen zu folgen. Andres aus Irabor. Ja, okay. Können wir den Schlüsselstein identifizieren? Shandalas Schlüsselstein. Dieser Schlüsselstein ist ein Magiebestandteil des Zaubers der Rückrufart. Wenn der Besitzer dieses Steins dazu noch Shandalas Umhang besitzt, wird der Stein aktiviert und transportiert den Besitzer und seine Begleiter zurück zu Shandala, dem Magier. Der Zauber dieses Steins funktioniert nur unter freiem Himmel, nicht im Untergrund. Das heißt, wir müssen diesen Dungeon danach wieder verlassen, sobald wir seinen... sobald wir seinen Umhang haben. Gut. Wer dieser Raum nicht bekannt vorkommt, ich spoilere das jetzt mal. Dieser Raum hier ist genauso aufgebaut wie der Raum in der Feuerweinbrücke. Und so ähnlich ist auch der Dungeon ein bisschen aufgebaut. Also hier entlang geht es weiter. Und das hier müsste ein Rundgang sein, der einmal im Kreis rumführt. Du bist, ich hab genug davon. Und uns halt wieder hier rauskommen lässt. Im Gegensatz aber zu... der Feuerweinbrücke. Also erstmal war da ein Winterwolf. Wir spawnen hier drin die Gegner nicht so fürchterlich. Für die Gerechtigkeit.
Also wir werden hier nicht von Kobolden überrannt werden, wie in der Feuerweinbrücke. Ich tue mein Bestes. Dafür gibt es hier jede Menge Fuchspilze. Wolfspilze. Ja, hier wäre normalerweise der eine Ausgang gewesen, also der Feuerweinbrücke, der in den Tempel führt. Aber den gibt es hier ja scheinbar nicht mehr. Oh, und ich könnte mal die KI wieder anstellen. Jetzt, da wir ja keine Mietlinge der flammenden Faust mehr auf unseren Fersen haben, können wir auch ruhig wieder normal kämpfen. Wir werden aber wahrscheinlich hier drin... Oh. Hier drin einmal rasten müssen. Mich kümmert's hier lang. Da ist ein Eisbär. Eure Dinge so gut wie erledigt. Du bist ja ein komischer Kauz. Ihr geht mal hierhin zurück, weil da war noch ein zweiter Winterwolf eigentlich. Von dem ich eigentlich irgendwie erwarte, genau, dass er hintenrum auftaucht. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. So, du tarnst dich, gehst an dem Bär vorbei. Nur um zu entdecken, dass hier eine Sackgasse ist. Genau aus. Mit einer Blitzfalle. Die sind so vertrauenswürdig wie Minsk. Und Bu. Zum Glück hat die Imo vielen Dank. Einen Rettungswurf gegen diesen Zauber. Okay. Gut. Also der Bär da hat uns eine gemeine Falle gestellt. Auch gut. Wir haben ja, den für die Gruppe. Wolf erledigt. Warum will ich da einen Fuchs sagen? Das sind doch Wölfe. Ah, aber Khalid kann die Wolfsfälle ruhig mal abgeben. Die können wir in Nashkel loswerden. Wenn wir das nächste Mal dorthin gucken, sollten wir den kleinen Umweg kurz machen und die Felle loswerden. Obwohl, wir können die Felle irgendwo in Ulgots Biert lagern. Ja, hier scheint bis jetzt keine Falle zu sein. Gut. Wir können die Felle irgendwo in Ulgots Biert lagern. Wir müssen eh dann in Richtung Nashkel, wenn wir zu Dulaks Turm wollen. Mich kümmert's hier lang. So sparen wir etwas Zeit. Obwohl wir ja jetzt genug Zeit haben, jetzt da Sarivok in der Tinte sitzt. Was? Gut. Also ja, Sarivok lebt zwar noch, aber wir haben seine Pläne so weit vereitelt, dass er sich nicht mehr davon erholen kann. Oh. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Tolle Begrüßung erst einmal. Nun, Kimmling, bleibt wo ihr seid. Ich muss euch einige Fragen stellen. Und ihr werdet sie umgehend und wahrheitsgemäß beantworten oder ihr lasst euer Leben. Ich warne euch, ich verfüge über Zauberkräfte und kann fast jede Lüge entdecken, die ihr mir auftischt. Ja, gut. Wer seid ihr denn und was macht ihr auf einer Eisinsel mit dem Ozean? Ja, das hatten wir schon geklärt. Der Ort scheint jeden hier irgendwie anzuziehen, der Magie besitzt. Also auch Dynaeo, wobei wir ja von Shalanda geschickt wurden. Shandala. Wir sind die Gruppe von Talis und wir suchen den Umhang, der Shandala gestohlen wurde. Ich bin Dinkelmus Kleinholz und ich bin auf der Suche nach dem heiligen Murmeltier. Ja, toller Witz. Wir sind hier gefangen, genauso wie ihr. Wir haben einen großen, mächtigen Zauberkundigen verärgert und er hat uns zur Strafe hierher verbannt. Das wäre eigentlich die Antwort, wenn wir Shandalas Töchter umgebracht hätten. Aber fragen wir ihn einfach mal, wer er ist. Ich bin Garan und ich bin auf dieser teuflischen Insel gefangen, seit ich versucht habe, mich von Maztika nach Tiefwasser zu teleportieren. Aber es ist nicht an euch, Fragen zu stellen. Ihr habt meine nicht beantwortet. Gebt mir sofort eine Antwort oder ihr werdet die Konsequenzen zu tragen haben. Was führt euch denn nach Maztika? Wir könnten die weiter ausfragen. Ja, wir sind Talisas Gruppe. Ihr seid wohl gekommen, schon das Umgang zu holen, was? Das haben wir gerade gesagt. Ja, dann muss ich euch auch etwas gegeben haben, damit ihr wieder von dieser Insel herunterkommt.
Etwas, das ich gerne hätte. Seid auf den Tod gefasst, Dummköpfe. Wow, er hat Ankex. Und er zaubert. Au. Aua. Du tust auf jeden Fall gewaltig weh, Mist. Immerhin war noch in der Schussbahn. Was? Okay. Gut. Wir sind wieder an der Stelle. Dunsian, denn ich verschwinde jetzt. Ist der Eisbär noch hier oder sind es jetzt mehr geworden? Nein, der Eisbär ist... Ja, da hinten. Da ist der Eisbär, okay. Ja, gut. Und ihr geht zurück, weil hier oben irgendwo der Schrecken... Der Schreckenswolf. Der Winterwolf ist. Oh, und du hast schon ein paar Kugeln aufgebraucht. Sehr gut. Dann können wir dir mal ein paar magische in die Hand drücken. So, Wolf ist erledigt. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. So, suchen wir wieder nach Fallen. Da waren zwar, glaube ich, keine in dem Weg, aber... Trotzdem. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Sollten wir aufpassen, wohin wir gehen. Ja? Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. Ja, hier war, genau, hier war der Raum mit diesem blöden Magier gerade eben und sein... Beinahe unter meiner Würde. Und seiner Ankek-Truppe. Was? Gut. Das war übrigens recht garstig. Aus dem sind nicht wahr. Genau, da ist er wieder. Wer aber seid ihr? Die von unten anschauen. Was führt euch denn nach Maztika? Ich habe euch schon mal gesagt, dass ich hier die Fragen stelle. Heute Dummheit wird euch noch einiges kosten. Genau, Ankex. Ihr habt gerufen. Und was immer ihr braucht. Feuerball. Ich bin wirklich nicht im ganzen Herzen bei der Sache. So, ein Ankeg ist schon mal weg. Ach, wirf gleich noch den zweiten Feuerball hinterher. So. Ja. Starres Denken. Was wollt ihr? Das können wir bannen, zum Glück. So. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du, große Heilung auf Minsk. Du, ein paar magische Geschosse. Okay, der ist tot. Na, lieber weg mit den Ankeks. Okay, Talisa legt sich mit dem einen Ankek ganz alleine an und sie sind alle weg. Sehr schön. Ihr habt gerufen? Ja. Okay. Dann gucken wir mal, was hatte der dabei? Eine neue Feuerballschriftrolle, sehr schön. Und noch ein paar andere. So, Khalid müsste gut was tragen können. Minsk eigentlich auch, oder? Was kannst du noch tragen, Minsk? Ja, Minsk kann noch was tragen. Also schnappt sich Minsk mal zwei Ankeg-Panzer. Nein, zwei sind zu viel. Dann geht einer zu Khalid. Khalid kann... Man kann's ja mal versuchen. ...die restlichen Arcade-Panzer tragen. Der hatte nur Zauberformeln bei sich und keine... kein Tagebuch. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Du willst jetzt einen besseren Anführer, Yahira? Was wollt ihr? Mitten in der Pampa? Ihr habt eine Aufgabe? Heil lieber mal die Verletzten noch etwas. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. So. Wie sieht es eigentlich mit unserem Erfahrungspunkt aus? Sehr gut eigentlich. 88.800 noch was. Das heißt...
Etwas mehr als 20.000 Erfahrungspunkte, nur auch bis zum Max-Level. Khalid hat nicht mehr weit. Minsk hat noch ein Stück, okay. Bei Yahira bin ich mir nicht so sicher, ob sie noch eine Stufe in Druide schafft, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, sie schafft noch eine Stufe in Kämpfer und dann war es das auch. Immerhin dürfte ihre letzte Stufe vielleicht noch hinkriegen. Also von den Erfahrungspunkten-Limit auf jeden Fall. Und Dyna hier kriegt auch noch eine Stufe hin. Ja?